Im Südwesten am Rande der Schwäbischen Alb befindet sich das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Über 20 Gebäude aus Dörfern der Alb zusammengetragen vermitteln einen Eindruck davon, wie die Bewohner früher gelebt haben. Die mit den Möbeln der damaligen Zeit ausgestatteten Räume erzählen anschaulich von der einfachen Lebensweise unserer Vorfahren. In der Küche wurde auf einem aus Natursteinen gemauerten Herd gekocht. Jedes Haus hatte eine Herrgottsecke und die Bilder in Schlaf- und Wohnräumen zeugen von der Gottgläubigkeit der Menschen. Das Waschlavoir im Schlafzimmer, bestehend aus Krug und Schüssel. Wagen und Pflug wurden meist von Kühen gezogen. Interessant ist es, die Arbeitsweise der Sägemühle zu beobachten. Das Gatter ist fast ohne Ausnahme aus Holz gefertigt und man muss respektvoll den Erfindungsreichtum unserer Altvorderen anerkennen. Der Transport des Baumstammes im Gleichklang mit dem Takt des Sägeblattes und die Kraftübertragung durch sinnvolle Anordnung der Holzverbindungen ist bewundernswert. In der Schmiede sehen wir, wie in Handarbeit ein Nagel geschmiedet wird. Das Rathaus wurde noch bis 1920 genutzt. In ihm waren der Büroraum mit Kassenschrank, der Sitzungssaal für die Gemeindevertretung und die Wohnung des Bürgermeisters untergebracht. Der Schulraum, die Gefängniszelle mit Abort, befand sich im gleichen Haus. In der Wagenremise sehen wir den Leichenwagen und verschiedene andere Wagen. Vor dem Rathaus steht der Dorfbrunnen.
Die Straße führt an einigen Vogelscheuchen und dem Dorfteich vorbei zur Kirche.